Und damit hallo und herzlich willkommen zu Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Natürlich wird es auch bei mir auf dem Kanal erscheinen, logisch. Ich bin auch schon die ganze Zeit sehr gehypt darauf. Hab's mir auch zu Release gekauft. Aber ich war leider mit einem anderen Projekt noch beschäftigt. Ne? Musste mal Chained Echoes fertig spielen. Auch also wie ein Top-Spiel, kann ich nur noch mal empfehlen. Ich möchte natürlich nicht über Chained Echoes sprechen, sondern über Crisis Core. Ich habe es damals auf der PSP gespielt. Und dies soll ja ein Remastered bzw. fast schon ein Remake des Games sein, so wie es aussieht. Und ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ablaufen wird, wie es aussehen wird, alles drum und dran. Ich habe mir nicht wirklich groß spoilern lassen, weil ich es im selber spielen möchte. Und wir starten jetzt ein neues Spiel und wählen eine Sprachausgabe. Ja, das Japanisch wäre eigentlich interessant, aber ich spiele es dann lieber doch in Englisch, weil das Japanisch mir auf Dauer einfach zu anstrengend ist. Normal oder schwierig, natürlich nehme ich den Schwierigkeitsgrad normal. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich weiß, dass es dann viel Zusatzmaterial gibt, Special Gegners und hin und her. Wie weit wir das Ganze ausweiten zum normalen Durchlauf, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir auch noch herausfinden. Wir nehmen die Standard-Kamerasteuerung, Bildschirmhelligkeit. Ich glaube so 5, das passt auch für YouTube. Das schaut gut aus, eigentlich auf dem Perfekt. Natürlich beginnen wir. Das Jahr 2000. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. To be back. Zach! Zach, focus. There are no Shinra troops on this train. Understood? Hello to you too. Come and get it. Ah, das schaut richtig geil aus. Richtig schön. Das Design, Alter. Thank you.
Jetzt wissen wir, wo der liebe Claudius hört. Den Auftritt. Gut. Sektor 1, Bahnhof, Bahnsteig. Geil, die Glaubhändes. Zack speaking. Zack speaking. Making progress, Zack. Angeal, what's going on? Why are we fighting Shinra troops? They are Wutai troops in disguise. Now, head to the open area above. You mean towards Sector 8? Yes. But first, you're gonna have to clear a path. Clear a path? You'll see what I mean. Be careful. So I can cut loose, right? Within reason. It's showtime. Yeah. Activating combat mode. Grundlagen der Kampfsteuerung. Kamera bewegen. Okay, bewegen natürlich linker Stick, rechter Stick ist die Kamera bewegen. Zielerfassung aktivieren, deaktivieren und rechts rein drücken. Ziel wechseln, LB, okay. Angriff, RB, blocken, A, ausweichen. Gut, da muss ich mal Angriff, ausweichen. Materia benutzen. Materia, mit denen du aktuell ausgerüstet bist, kannst du benutzen, indem du LB gedrückt hältst und die Taste für die gewünschte Materie drückst. Der Einsatz von Magie verbraucht MP, der Einsatz von Fertigkeiten verbraucht FP. Die Tastenzuweisungen richten sich nach den Slots, in denen du Materie unter Ausrüstung im Hauptmenü legst. Gut, 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 gut. Oh, das war die Gonne. Kommen da wieder raus? Oh yeah! Kommt und holt's euch. Wir haben schon die erste Errungenschaft. Nice. Not too bad. Piece of cake. Nein, ich spiele es auf PC über Steam natürlich. Steam-Version. You got it. Wo soll man da reinkommen, da beim Kampfsystem? Logischerweise. Sieht verdammt geil aus. Und allein wenn man bedenkt, damals, man konnte nur die Polygon-Version von Final Fantasy VII und sah dann dieses Spiel auf der PSP und das sah schon im Vergleich zu dem hier verdammt geil aus. Und jetzt dann, das ist ja ganz andere Hausnummer wieder. Activating Combat Mode. DBW, digitale Bewusstseinswellen. Die Walzen, die sich während eines Kampfes oben links auf dem Bildschirm drehen, stellen die sogenannten DBW, digitalen Bewusstseinswellen dar. Wenn Bilder oder Zahlen der DBW-Matrix übereinstimmen, gewährt sie denen verschiedene Effekte. Das automatische Drehen und Anhalten der Walzen verbraucht SP. Im Verlauf des Spiels sammelst du mehr Bilder. Wenn Bilder übereinstimmen, wird ein Limitrausch ausgelöst und eine Limitrauschtechnik wird dein Repertoire hinzugefügt. Wenn Zahlen übereinstimmen, treten abhängig von den Zahlen bestimmte Verbesserungseffekte ein. Wenn Zahlen während eines Limitpulses der Walzenbilder übereinstimmen, steigen Sack und oder die Materie, mit der ausgerüstet ist, eine Stufe auf. Drücke A, um gegnerischen Angriffen auszuweichen, RB, um sie zu blocken. Bewegst du während des linken Stick, kannst du die Richtung ändern, indem du ausweichst. Aua! Drücke im Kampf B, um Heiltränke und andere Gegenstände zu benutzen. LTRT auswählen, Gegenstand benutzen, im Kampf einsetzbar gängeln, automatisch in einer festgelegten Reihenfolge sortiert. Ich glaube, die kann man dann ja selber auch noch festlegen.
Alter Schwede. Hinten rein! Ah, jetzt wollte ich gerade. Stimmen alle Walzenbilder überein, wird ein Limitrausch ausgelöst und eine entsprechende Limitrauschtechnik wird deinem Repertoire hinzugefügt. Diese verfügbaren Limitrauschtechniken kannst du jederzeit einsetzen. Sie verschwinden jedoch nach Ende des Kampfes. Y-Limitrauschtechnik einsetzen, normaler DPW-Modus. Während eines Limitrauschs kannst du TP, MP, FP und SP erhalten. Acht Streich. Ich hab schon wieder unabsichtlich in den Heilbank reingesetzt. Eisgar auf B, okay. DBW Zahleneffekte, kein Limitpuls. Stimmen Zahlen überein, während die Walzenbilder sich nicht im Limitpuls-Zustand befinden, kannst du bestimmte Verbesserungseffekte erhalten. Effekte der Zahlen, kein Limitpuls aktiv. 777 unverwundbar, zeitlich begrenzt. 666 Number of the Beast, kritisch, zeitlich begrenzt. 55 physisch Resistenz, okay. 44 die 3x die 4 FP frei, 3x3 magische Resistenz. 222 MP frei, die 3x1 unverwundbar. 77, okay. Ich hoffe, das bekommt man immer irgendwie so angezeigt noch einmal, weil ich weiß noch, wenn mir das auswendig merkt. Wenn sich die Walzenbilder im Limitpuls-Zustand befinden und die Zahlen zwischen 1 und 6 übereinstimmen, steigen die im entsprechenden Slot eingesetzte Materie eine Stufe auf. Stimmt? Zwei Zahlen übereinsteigen sie eine Stufe auf, stimmen die drei Zahlen übereinsteigen sie zwei Stufen auf. Toll. Falscher Knopf, ich will immer mit Ding auswählen. Ja, haben wir überhaupt irgendwelche? Okay, hier haben wir das. Ein Behemoth zu Anfang bekommen ist halt auch nicht unbedingt. Huhu, er ist besiegt. Alter, ein Balken, hä? Das ist jetzt schon Endboss gewesen. Showing your back to the enemy. Overconfidence will destroy you. Wer steht denn hier? Ich werde das lange schwer dann. What is this? Damn it. You're not the only hero. It's over. Impossible. Man fragt sich zwar irgendwie wie, aber dennoch okay. Thanks, Angeal.
training's over. Why? You serious? I was just getting warmed up. My sword. Zach. Embrace your dreams. Huh? If you want to be a hero, you need to have dreams and honor. Ein Chili ist übrigens also einer meiner Lieblingscharaktere, wo der ziemlich untergeht in dem ganzen auf Dauer, ne? Kompletten Final Fantasy VII Universum. Aber ich finde angenehm die Stimme, sein ruhiges Auftreten. Das ist schon echt cool. Spiel speichern, natürlich speichern wir schon einmal. Gleich auf den ersten Platz. Kapitel 0, Prolog abgeschlossen, immerhin. Nach 18 Minuten. Schön. Okay, mit dem Kampfsystem, ich muss da wirklich aufpassen, wenn ich unten rum. Ich möchte immer mit B ausweichen. Und hau mir natürlich dann einen Trank rein. Ne? Hey Zach, you seem a little on edge. Can you blame me? All this training and no assignments. Like they're hanging me out to dry. You must be pretty busy. With everyone off base? Off base? Wait, haven't you heard? There's been a mass desertion at Soldier. Huh? One of the firsts has deserted. Took a bunch of seconds and thirds with him. All from Wutai. Motive? Goal? All a mystery right now. This mass soldier desertion is why your training's on hold. Whoa, a first. Zach, you're up. Yeah, finally. Time for some real action. Yes, it'll be your show. Yes! Report to Director Lazard. There'll be a briefing. Ich finde halt, dass ein Schild sehr am Gesicht her so ein bisschen so typisch japanisch aussieht, so mehr als die anderen Charaktere zumindest. Zach. It's good to finally meet face to face. Lazard, Director of Soldier. Heya. Heya. So red man mit dem Chef. Heya. Genesis. Soldier First Class Genesis. A month ago, he went missing during a mission in Wutai. Know anything about this? Not a clue. The mission is currently stuck in limbo. That's why we've decided to send you. To Wutai? Yes. This war has gone on long enough. I've recommended you for first. Oh, Angel! I love you, man! Angel! Don't make me regret this second. Sir. Once you're packed, you'll leave at once. After entering Wutai, we go straight to work. If you have any questions about missions and combat, he can help you. Hey, Zach. Anything you want to know? Just ask. Ja, wir haben viele Fragen. First, we should really go over combat. You probably got a handle on it in training, but I sent you a mail explaining the basics. Take a look, okay? Okay. Konsul. Im Laufe deines Abenteuers erhältst du von verschiedenen Charakteren Mails. Im Hauptmenü kannst du unter Mails einen Posteingang aufrufen. Wenn du ungelesene Nachrichten hast, gelangst du außerhalb von Kämpfen mit RB direkt zu deinem Posteingang. Prüfe deinen Posteingang regelmäßig auf neue Mails.
Über das Untermenü Mails kannst du außerdem Tutorials und nützliche Tipps einsehen. Du kannst dir während des Kampfes Tutorials ansehen, indem du das Spiel pausierst. So, did you read it? Ne? Mit RP hat er gesagt. Jetzt schon vergessen. Tutorials Grundlagen, haben wir die Steuerung. Klicken wir mal drauf, damit das jetzt weg ist. Untersuchen, logisch. Ansprechen, untersuchen. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht. Trefferpunkte, Magiepunkte, Fertigkeitspunkte, Soldierpunkte. TP können mit Hilfe von Gegenständen und Magie wiederhergestellt werden. An Speicherpunkt werden die TP, FP und MP vollständig regeneriert. Ich denke mal, Tutorials Kämpfe hier. Positive Zustandsveränderungen, negative, kann ich jetzt so weiter switchen. Dann haben wir uns das einmal angesehen, aber nur damit es so weit weg ist. Wir haben 1000 Gil, das will man mehr. Wir sind reich. Einkaufen, Shinra Kiosk. Okay, den haben wir scheinbar immer so parat. Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das war Soma, regeneriert FP. Logisch. Eta ist für Magiepunkte, MP ist logisch. Heiltrank im Besitz 2. Ich kauf gleich mal 10, gebe die 500 Gil aus, passt schon. So, did you read it? Freilich. Thoughts? I mean, I doubt you'd get it all in one read. Na, danke. Du bist ja wirklich ein Freund. That is so not true. Na, obwohl, eigentlich. Well, it's there if you want a review. Sehr gut, Konsul, danke. Oh, the materia you were using during training has been taken back. Powerful materia have to be earned. Those are the soldier rules. Super. Now, let's talk about missions. Wäre zu leicht gewesen sonst. The various services Shinra provides for civilians, those are what we call missions. To take on missions, you first have to register your information on the mission board. Gut, ich verstehe schon. Das wird unsere Aufgabe sein. Die Registrierung muss vor dem Terminal A gedrückt werden. An Stellen, die du mit A untersuchen kannst, wird ein Hilfssymbol angezeigt. Once registered, you can look up mission information on your handset. I'll show you how to register on the board. Come on. Ja, nice. Kann ja nicht so schwer sein, ne? Einfach hingehen und dann geht's. Ziel ansehen. Oben auf dem Bildschirm zeigt ein Kompass die Richtung deines aktuellen Ziels an. Nutze ihn regelmäßig, um Zack an sein Ziel zu führen. Mit X kannst du die Karte aufrufen, um dein aktuelles Missions- und Reiseziel zu sehen. Hauptereignisse und Nebenquests. Gut. Mal die Kamera drehen. Hier können wir die Karte sehen, ja. Hier. This is where you register your information. Okay, hier schreiben wir uns ein. Registrierung für den Missionsdienst akzeptiert. Now that you're officially registered, you should try a mission. Oh, yeah. Good idea. Alter, das ist allein das Licht bei den Haaren sieht doch verdammt cool aus. Und du denkst, das ist nur eine Remastered-Version. Das meine ich damit, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Und natürlich die Charaktermodelle und so müssen ja komplett überarbeitet worden sein. Also das ist schon eher mehr Remake. If you're not completely sure about something, read the tutorial mail that I sent you. Hat uns schon wieder Mail geschickt. Deinen Fortschritt kannst du an Speicherpunkten im Spiel speichern. An Speicherpunkten werden die TP, FP und MP vollständig regeneriert. Zudem kannst du die Missionen nur an Speicherpunkten beginnen. Je nach Fortschritt speichert dein Spiel womöglich automatisch. Wenn ein Spiel automatisch speichert, erscheint ein Symbol. Wer bist du? There's little time. Please get ready to go at once. Okay. Bin aufgeregt, ne? Kann gerade meine Mails nicht aufrufen. Missionen.
Du kannst Missionen antreten, indem du einen Speicherpunkt aufsuchst und über das Hauptmenü Missionen auswählst. Bei Abschluss einer Mission erhältst du Belohnungen wie besondere Materie und Accessoires und schaltest möglicherweise neue Missionen frei. Verfügbare Missionen kannst du jederzeit beginnen. Sie bietet sich an, wenn du Stufen aufsteigen oder deine Fähigkeiten im Kampf verbessern möchtest. Wähle an einem Speicherpunkt Y aus, um direkt auf eine Mission zuzugreifen. Bonus erhalten: Materia Set von Soldat. Dunkelfeuer, Dunkeleis, Dunkelblitz. Ich glaube, das kriegt man sowieso, ne? Wenn du dich mit Materie ausrüstest, kannst du verschiedene Zauber und Fertigkeiten verwenden oder positive Effekte wie erhöhte TP erzielen. Einige Materie besitzen Parameterwerte, zum Beispiel Magie plus 3. Achte stets darauf, dich mit Materie auszurüsten, die die höchsten Werte besitzen. Einige Materie werden nach einem Stufenaufstieg effektiver oder erhalten erhöhte Parameter. Die Stufe wird durch die Anzahl der Sternsymbole angegeben. Bereitet ein Gegner dir Probleme, solltest du dir überlegen, ob es sinnvoll wäre, dich mit einer anderen Kombination an Materie auszurüsten. Die ungefähr Stärke der Materie wird durch die unter dem Symbol platzierte Zahl 20 angegeben. So, Sekunde mal, wir haben Dunkelfeuer, Dunkeleis, Dunkelblitz. Ein normales Feuer. Ermöglicht den Einsatz von Feuermagie, die Gift und Stumm beim Gegner verursacht. Das haben wir ausgerüstet, wenn ich das richtig sehe. Zur SP-Umwandlung wechseln. Oder ist es der Bonus fürs Vorbestellen? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Stufe 6 sehen wir auch. Da bin ich mir jetzt nicht ganz schlüssig, Freunde. Dunkelblitz, hier kann ich gar nichts machen. Zu SP. Also ich kann sie nicht ausrüsten. Aber ich komme vor, wir haben. Gab es denn nicht bei der BSB-Version auch? Ist das nicht was Standardmäßiges? Mir kommt vor, da habe ich das auch gehabt und konnte es auch damals nicht ausrüsten. Materia Fusion, irgendwie, genau, da kannst du. Ja, da gibt es ja alles mögliche. Wir machen mal Mission. Schinnerer Konzern. Gibt es die Blitzklinge? Das dürfte eine Fertigkeit sein. Nächster Bonus 5%. Ja, dann schauen wir gerne mal rein hier. M11 Trainingsmissionen. Shinra Grundausbildung. Mission Wing. Belohnung Elixier. Also, das bekommen wir als Belohnung. Und unten nächster Bonus 5% Blitzklinge. Okay. Ja. Wird sich schon herausstellen, was es bedeutet. Activating Combat Mode. Limitleiste. Die Limitleiste hat 5 Stufen. Je höher die Stufe, desto größer die Chance auf einen Limit Pulse. Der Status der Limitleiste ändert sich, wenn du etwa einen Limitrausch auslöst oder bestimmte Angriffe erleidest. Die Stufen der Limitleiste: Stellar, Orbital, Hoch, Normal, Niedrig. Fertigkeitenboni. Fertigkeiten wie Wirbelattacke werden effektiver, wenn sie nach dem Kommandoangriff eingesetzt werden. Je mehr nacheinander folgende Angriffe von der Fertigkeit eingesetzt werden, desto stärker wird sie. Behalte diese Info im Hinterkopf, wenn du Fertigkeiten benutzt. Der Konflikt wurde behoben. Gut, wir hatten ja auch MP frei. Kriegen ein Elixier. Mission erfüllt. Gab es da irgendwie so Punkte? Nein. Die muss man einfach nur schaffen. Nice work. You cleared the mission. Dankeschön, Konsul.
I could have done it blindfolded. You're the man. Yeah, I'm the man. Oder die Becky Lynch. I see the man. I can't wait to see how you do in Wutai. Yeah. Oh, I almost forgot to tell you. Let me explain about these supply pods. In these pods, you'll find items that you can use in battle. Compliments of the company. So they're provisions for soldier members. Okay. Make sure they don't go to waste. Check the pods before every mission. Ah, I wonder what's in there today. Ja, aber was richtig Gutes. Bronzereifen natürlich. Es beginnt mal billig. All right. Looks like you're all ready to head out. Lastly, let me tell you about mail. Neue Mail, so. Just now, I sent mail to your handset. Ja, danke, Konsul. You can also get messages from Director Lazard and news about the company via mail. Ja, das ist der Newsletter, wenn man gerade deabonniert. You should check it regularly. Who knows? Maybe you'll even get mail from new friends you make. Ah, bitte nicht mein Kanal. Yes. Ich habe schon so gut wie gar keine Abos. But don't just read mail that you get from girls, okay? Aha, ja. Oh. Well, I guess that's everything. Das ist der Charme der Anfang 2000er Jahre. Looks like it's time for you to head out. You're with Angeal, right? Good luck. Na, mit wem soll ich sonst aufbringen? Yeah. Thanks for all the help. Zack kann sich mit bis zu 6 Materie und 4 Accessoires ausrüsten. Die Obergrenzen für Materie und Accessoires steigen im Laufe des Abenteuers durch das Abschließen von Missionen. Du kannst deine Ausrüstung unter Ausrüstung im Hauptmenü verwalten. Die Zuweisung von Kampfkommandos hängt davon ab, in welchen Slot du deine Materie platzierst. Überlege also sorgfältig, welche Zuteilung am besten für dich geeignet ist. Du kannst bis zu 5 Ausrüstungssets zusammenstellen. Im Hauptmenü kannst du unter Einkaufen jederzeit Gegenstände kaufen. Läden werden verfügbar, nachdem du ihre Adresse als Missionsbelohnung oder auf dem Wege, anderem Wege erhalten hast. Eingekauft haben wir ja schon. Schauen wir mal unter die Mails, sonst gibt der Konsul keine Ruhe. Glückwunsch, deine erste Mail. Hey Zack, Konsul hier. Da du jetzt also einen Mail-Account nutzen kannst, werde ich dich von nun an mit nützlichen Infos versorgen, beziehungsweise wird uns nerven. Hab meine Ohren überall und werde meine Weisheit mit dir teilen. Nichts für ungut, Mann. So bin ich nun mal. Träumer wie du krieg doch eh nichts mit. Der Konsul. Shinra Newsletter, das Stadtbauprojekt Midgar. Midgar ist eine Stadt, die in 300 Metern Höhe über den Boden schwebt und mit Zügen oder über Schnellstraßen zu erreichen ist. Es gibt insgesamt 8 Makroreaktoren, die die Stadt mit Energie versorgen. Die Reaktoren sind durchnummeriert, beginnend mit Ordnungsnummer 1 im Norden. Die Bauarbeiten gehen planmäßig voran. Nur dass das Shinra-Gebäude und Sektor 4 warten noch auf die Fertigstellung. Die Innenräume der Zentrale in Sektor 0 sind bereits fertig und auch die Außenarbeiten sollen in 2 Jahren abgeschlossen sein. Mit dem Ende der restlichen Stadtbaumaßnahmen ist in 7 Jahren zu rechnen. Reef Tuesday, Leiter der Abteilung für Stadtplanung. Schön. So, wie ist das jetzt? Ausrüstung? Ja, hier können wir das ausrüsten. Set 1. Aha, okay, das ist unser physischer Angriff und das andere ist so, okay. Gut, wir haben jetzt Feuer, Eis, Vitra. Ich würde natürlich... das ein bisschen tauschen wollen. Feuer, hier möchte ich dann natürlich Dunkelfeuer reinklatschen. Und dann hier Dunkel-Eis von mir aus. Das ist auch ganz nice. Vita werden wir mal drinnen lassen. Und die Wirbelattacke. Das ist einmal Set 1. Haben wir Feuer und Eis und Vita. Dann haben wir Set 2.
Dort halt, wir haben jetzt Feuer und Eis, dort haben wir uns den Dunkelblitz rein. Und einfach noch einmal wieder zur Sicherheit. Die Sets kann man ja normalerweise während dem Ganzen durchschalten, hoffe ich. Werden wir ja sehen. Ausrüstung, also ich brauche noch Gegenstände. Ausrüstung, ja, also da müssen wir da runter. Bronzereif. DP 10%, immerhin. Wie ich schon sage, ich glaube, wenn wir die Wirbelattacke dann nutzen, kriegt die dementsprechend erhöht es sich. Jetzt haben wir noch eine Mission jetzt. Also es bleibt bei dieser Mission. Mhm. Aber man kann sie also noch, okay, man kann sie noch einmal spielen. Gut, das möchte ich gern. Activating combat mode. Out of the way. Got him. Hey, no. Haben wir noch einmal erledigt, die Mission. Bringt natürlich nicht viel, aber ich wollte es mir noch mal anschauen. Gut, Freunde. Ich meine, wir könnten jetzt direkt dann losstarten, natürlich. Wir könnten die erste Mission machen. Ich werde aber trotzdem mal hier schon mal die Folge beenden. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Und das ist so der Schnitt, wie ich werde immer so 40 bis 60 Minuten aufnehmen. Aber na, jetzt sind wir jetzt schon an der Grenze, wäre natürlich blöd. So kann ich das schön trennen und haben wir dann schon einmal zwei Folgen. Ich weiß ja nicht einmal noch, wann ich die ausballern werde, weil es läuft ja in der Zeit, wo ich das aufnehme. Bin ich einen Tag zuvor erst mit Chained Echoes fertig geworden. Das läuft ja dann auch noch ewig und drei Tage, ja, keine Ahnung. Ne? Schauen wir einfach einmal. Gut. Ich bedanke mich aber herzlichst fürs Zusehen. Ich hoffe, es interessiert noch den einen oder anderen und es sieht es sich an. Würde mich freuen. Ich freue mich jedenfalls, dass ich jetzt Crisis Core spielen kann mit euch gemeinsam, die zusehen. Ich werde gleich noch einmal speichern und mich nochmal bedanken und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Würde mich freuen. Euer Steven Hedgehog. Tschüssi.